Mein Name ist Svenja Stadler und ich bin Bundestagsabgeordnete des Landkreises Harburg. Wer etwas für die Menschen bewegen will, der muss wissen, was. Deshalb bin ich viel im Landkreis Harburg unterwegs. In der Wahlkreiswoche besuche ich Veranstaltungen, lade ein zu öffentlichen Diskussionsrunden und führe Gespräche mit Unternehmern, Vertretern von Vereinen und Organisationen sowie Gewerkschaftern. Im Krankenhaus in Buchholz habe ich mich über die Strahlentherapie informiert und war total begeistert, wie viele unterschiedliche Berufsfelder involviert sind, unter anderem Physiker. Die Probleme der Physiker, aber auch der anderen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kennt der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Krankenhäuser Buchholz und Winsen, Markus Beken. Und den habe ich gefragt. Du bist nah dran bei den Mitarbeitern hier. Wo sind die größten Sorgen und Nöte? Also um es auf den Punkt zu bringen, ein vordringliches Problem ist das Thema Überstunden und das Thema Holen aus dem Frei. Die Kollegen versorgen ja die Patienten rund um die Uhr und können nicht einfach sagen, ich bleibe zu Hause, sondern die haben ja auch den Anspruch, die Patienten zu versorgen. Mhm. Und das ist etwas, was oftmals Unmut macht. Also das Thema finde ich wirklich wichtig. Und wie ich weiß, bist du ja Mittwoch in Berlin und dann sollten wir versuchen, uns nochmal zu treffen, um das Thema zu erörtern. In der Tagespflegeeinrichtung Ole School in Jesteburg habe ich mit Ole Bernatzky, dem Geschäftsführer, über die Themen Pflege und Flüchtlinge gesprochen. Wir hatten vor kurzem einen Flüchtling bei uns in der Einrichtung als Praktikant. Und er hat richtig gut überzeugt, er war perfekt. Und jetzt fangen die Hürden erst an, weil er muss anerkannt werden. Der ist noch nicht anerkannt? Er ist noch nicht richtig anerkannt. Er muss richtig zur Schule gehen, er muss Deutschunterricht machen. Und da muss die Politik einsetzen und muss sagen, für Leute, die wollen, die müssen wir unterstützen. Vielleicht schaffst du das, dass wir irgendwie nächste Woche sonst noch mal in Ruhe darüber sprechen, weil es würde mich schon interessieren, gerade was du jetzt erlebst, ja, mit dem Asylsuchenden, ob das vielleicht sich verbessern würde, wenn wir dieses Einwanderungsgesetz haben, beziehungsweise was wir ändern sollten, was noch nicht drinsteht, was wir verbessern müssen. Kinder und Jugendliche haben in der Zukunftswerkstatt in Buchholz die Möglichkeit zu experimentieren und sich für MINT-Fächer begeistern zu lassen. Die Geschäftsführerin Imke Winzer informierte mich über die aktuellen Entwicklungen und teilte mir ihre Wünsche mit. Wir sind ja eine gemeinnützige Einrichtung. Wir finanzieren uns über Projektmittel, das heißt EU-Mittel, aber auch Mittel des Landes, Mittel des Bundes. Wie bei vielen Bildungs- und sozialen Einrichtungen ist es eben so, dass beim Personal eigentlich immer eine Lücke bei den Mitteln da ist. Und da können wir auf jeden Fall noch Unterstützung bekommen. MINT-Berufe, Zukunft wäre auch ein Thema, was man hier in irgendeiner Form umsetzen könnte? Die Arbeitsagentur zum Beispiel macht schon einiges im MINT-Bereich. Und da kann man sicherlich mal schauen, ob es da irgendwelche Querverbindungen gibt, dass man darüber vielleicht auch nochmal Projektmittel beantragen kann oder Ähnliches. Dann würde ich sagen, packe ich das zumindest bildlich gesprochen in meinen Koffer für Berlin, nehme das mit und werde mal gucken, was ich machen kann. Super, das freut mich. Dankeschön. Gerne, immer wieder gerne. Nach den Tagen im Wahlkreis folgt oft eine Sitzungswoche in Berlin. Meistens starte ich in Meckelfeld, wenn wir Sitzungswoche in Berlin haben. Eine von insgesamt 25 pro Jahr. Im Gepäck habe ich die Nöte und Sorgen von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch von Unternehmern, Experten und Verwaltungsbeamten. Ich verstehe meine Aufgabe darin, als Übersetzerin und Vermittlerin zu fungieren. Das heißt, die Inhalte von dem Landkreis Harburg nach Berlin zu transportieren, aber eben auch aus Berlin die Inhalte mit in den Landkreis Harburg zu nehmen. Während der Zugfahrt arbeite ich die ersten E-Mails schon ab. Das heißt, ich checke sie und beantworte sie auch, schaue mir die Termine an, die in der Woche anstehen. Aber ich lese auch den Pressespiegel, um vorbereitet zu sein für die ersten Gespräche. In Hamburg steigt mein Kollege Matthias Bartke dazu. Und wir nutzen dann die gemeinsame Zugfahrt, um uns über Themen, die uns in den Wahlkreisen begegnet sind, auszutauschen, aber auch über Themen zu sprechen und zu diskutieren, die in Berlin jetzt auf der Tagesordnung stehen. Wie immer liegt eine spannende Woche vor uns mit vielen Terminen, Gesprächen, Sitzungen und Besuchergruppen.
Der erste Weg, wenn ich in Berlin angekommen bin, führt mich in mein Büro. Und hier warten auch schon meine Mitarbeiter, um mit mir die Termine und auch die Themen der Woche zu besprechen. Die kommenden Tage werden organisiert und die letzten Absprachen werden getroffen. Ah, wie war die Fahrt? Hat alles geklappt? Geht, mit Bartke ist das ja immer ein Vergnügen, weißt du ja. Oh, wunderbar. Und sie war pünktlich, die Bahn. Ja, hervorragend. Schön, dass das geklappt hat. Ja, ist eine vollgepackte Woche. Okay. Du hast am Dienstag in der Arbeitsgruppe das Positionspapier Bürgerschaftliches Engagement. Großartig, endlich, wa? Ja, hat lange genug gedauert, aber jetzt ist es soweit und nächste Woche kannst du dann in die Fraktion. Und Donnerstag, Freitag einige namentliche Abstimmungen. Ist noch nicht ganz klar, wann die jeweils stattfinden, aber es könnten längere Tage werden. Okay. Ich denke, bei den Namentlichen ist sicherlich das ein oder andere Wichtige dabei, oder? Zumindest ist dabei das Bundesteilhabegesetz, das Asylbewerberleistungsgesetz und das Fernstraßenausbaugesetz. Könnte aber sogar sein, dass da noch andere dazukommen. Guckst dir erstmal an, komm erstmal an und dann melde ich, wenn du soweit bist. Mach ich, glaub mir. Wunderbar. In einer Sitzungswoche haben das Team und ich eine Menge zu tun. Der Dienstagmorgen ist den Arbeitsgruppen vorbehalten. Hier werden Gesetzentwürfe besprochen, eigene Positionen ausgelotet und auch die Redner für die Bundestagsdebatten festgelegt. Nachmittags haben wir unsere gemeinsame Fraktionssitzung. In der Regel dauert sie 3 Stunden. Und hier versuchen wir, zu aktuellen Themen eine gemeinsame Linie zu finden. Das ist bei ca. 200 Abgeordneten nicht immer einfach, aber am Ende steht sie, die gemeinsame Linie. Traditionell stellt sich der Fraktionsvorsitzende den Fragen der Presse oder gibt ein Statement ab. Für mich findet die spannendste Arbeit in den Ausschüssen statt. Hier diskutieren wir wirklich kontrovers, entweder zu Gesetzentwürfen oder auch zu Anträgen. Zwischen den Ausschüssen findet unter anderem die offene Arbeitsgruppe Bürgerschaftliches Engagement statt. Hier treffen wir uns mit Kollegen und Vertretern der Engagementlandschaft, um über Themen zu sprechen, die anschließend im Unterausschuss diskutiert werden. Ich selber bin Mitglied im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, auch kurz Familienausschuss genannt, und im Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement. Im Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement geht es in erster Linie um das Ehrenamt. Auf der Tagesordnung stehen viele Themen, die die bürgerschaftlich Engagierten an uns herangetragen haben. Ich bin Sprecherin für bürgerschaftliches Engagement meiner Fraktion. Und das bedeutet, dass alles, was meine Kollegen in die Öffentlichkeit tragen zum Thema Ehrenamt, über meinen Schreibtisch laufen muss, damit ich immer sagen kann, ja, das ist unsere Position oder eben nicht unsere Position. Als Obfrau meiner Fraktion nehme ich nach dem Unterausschuss an der Obfrauenrunde teil. Hier besprechen wir die Themen und Referenten für die nächste Sitzung. Um gut vorbereitet zu sein für die Sitzungen, heißt es für mich, Gesetzentwürfe bearbeiten, Positionspapiere und Stellungnahmen lesen und mich auch mit meinen Kollegen auszutauschen. Wer etwas für die Menschen erreichen will, muss viele Gespräche führen. Mit Ministern, Kollegen, Kollegen anderer Fraktionen, Vertretern von Interessensverbänden und Organisationen, aber eben auch mit zum Beispiel Gesamtbetriebsratsvorsitzenden. Nicht alle Treffen finden im Deutschen Bundestag statt. Gerade abends führe ich gerne die Gespräche außerhalb des Hohen Hauses. Einmal in der Woche gehe ich zum Englischunterricht, um meinen Wortschatz zu erweitern, und das macht mir echt Spaß. Bei schwierigen Angelegenheiten frage ich meine Fachpolitiker um Rat. Dieses Mal ging es um einen Flüchtling aus einem sicheren Herkunftsland und seinen Arbeitsvertrag. Und manchmal tut es gut, in sich zu gehen, die Hektik hinter sich zu lassen und zur Ruhe zu kommen. Und dafür bietet der Deutsche Bundestag eine morgendliche Andacht an.
In den Plenumsdebatten werden noch einmal die Argumente vorgetragen, die zuvor in den Ausschüssen diskutiert wurden. Man fragt sich natürlich, warum so wenig Abgeordnete im Plenum sitzen, was daran liegt, dass sie eben neben dem Plenum Ausschusssitzungen haben oder eben auch Gespräche führen. Ich finde, eine Rede zu halten im Hohen Hause ist was Ehrwürdiges. Und von daher bin ich wirklich immer und jedes Mal aufgeregt, wenn ich wieder eine Rede halten darf. Die nächste Rednerin, Svenja Stadler für die SPD-Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bürgerschaftliches Engagement ist ein Grundpfeiler für eine moderne und demokratische Gesellschaft. Und diejenigen, die sich freiwillig, unentgeltlich und eigensinnig für andere Menschen einsetzen, sind es, die unsere Demokratie besonders stärken. Nach der Debatte wird abgestimmt. Das geht in der Regel per Handzeichen oder durch Aufstehen und Sitzenbleiben. Es besteht aber auch die Möglichkeit einer namentlichen Abstimmung. Sie kann beantragt werden von einer der Fraktionen oder von 5% aller Abgeordneten. Für die namentliche Abstimmung haben wir 3 Karten mit unterschiedlichen Farben. Rot bedeutet Nein, Blau bedeutet Ja und Weiß steht für Enthaltung. Jede Karte ist namentlich gekennzeichnet. Wenn ich mich entschieden habe, wie ich abstimmen möchte, nehme ich die Karte und werfe sie in eine der Urnen. Sobald der Wahlgang vom Präsidenten geschlossen wurde, werden die Urnen eingesammelt und die Stimmkarten ausgezählt. Das Ergebnis kann anschließend online eingesehen werden. Wird das Ergebnis einer Abstimmung angezweifelt? Das heißt, einer der beiden Schriftführer stimmt nicht überein mit der Meinung des Bundestagspräsidenten, dann kommt es zu einem sogenannten Hammelsprung. Dann müssen alle Abgeordneten umgehend den Plenarsaal verlassen und die Türen werden geschlossen. Durch die sogenannten Hammelsprungtüren, die mit Ja, Nein und Enthaltung gekennzeichnet sind, dürfen dann die Abgeordneten einzeln den Plenarsaal wieder betreten. Die Schriftführer halten das Ergebnis handschriftlich fest. Und so wissen wir anschließend ganz genau, wie die Abstimmung ausgegangen ist. Die Debatten werden auch von Besuchergruppen verfolgt. Und mich persönlich freut es immer, wenn ich dort Gruppen sehe, die aus meinem Landkreis kommen. Ich darf natürlich nicht winken. Es ist strengstens verboten im Plenum. Aber anschließend gibt es immer die Möglichkeit des Austauschs in einem persönlichen Einstundengespräch. Und hier begrüße ich dann Schülerinnen und Schüler, Senioren, aber eben auch Vertreter von Wohlfahrtsverbänden oder anderen Vereinen und Organisationen. In der Politik oder beziehungsweise bei uns im Landkreis ist das so, im Landkreis Harburg. Für den ganzen Landkreis bin ich als Abgeordnete zuständig der SPD-Fraktion. Nicht nur ich wollte dieses Mandat erringen oder nominiert werden, sondern eben auch 3 andere. Und bei uns ist das sehr basisdemokratisch. Das ist nicht überall in Wahlkreisen so. Bei uns war das so, dass wir alle 4 uns immer Fragen stellen mussten, so wie ich das heute machen muss, bei den Genossen, also unserer Partei. Und irgendwann hat dann die Partei abgestimmt im Landkreis Harburg und hat gesagt, du gehst für uns ins Rennen. Und dann habe ich gesagt, super. Dann hatte ich einen guten Listenplatz, weil wir haben ja Erst- und Zweitstimme. Also wie ist die SPD, bin ich dann in den Bundestag eingezogen. Direkt hat es nicht geklappt, aber man soll ja nicht aufgeben. Ja, das ist so kurz, wie ich hierher komme. Genauso wie ich mich freue über Besuchergruppen hier in Berlin, freue ich mich, wenn meine Kollegen mich in meinem Landkreis besuchen. Warum sie das tun? Weil ich sie darum bitte. Denn es gibt Fragen von Bürgerinnen und Bürgern, die ich einfach nicht beantworten kann. Und deshalb lade ich dann meine Kollegen zu mir ein, damit sie diese Fragen beantworten dürfen. Denn dafür sind wir schließlich da. Ich habe jetzt mehrere Unternehmen besucht, die Biogasanlagen haben. Ja. Und beziehungsweise Unternehmer, die Biogasanlagen führen. Und in den Gesprächen ging es immer um die Düngemittelverordnung, die ihr ja habt, ja, unter anderem, aber auch grundsätzlich um das Erneuerbare Energiengesetz. Deshalb die Frage, ob du Lust hast, eine Veranstaltung bei mir zu machen zu diesem Thema? Selbstverständlich gerne. Geil. Auf jeden Fall. Du weißt, ich mache Landwirtschaftspolitik und von daher ist Biogas-Düngeverordnung schon auch ein Thema, aber natürlich in erster Linie Energiepolitik. Und deswegen komme ich gerne. Das heißt, ich könnte jetzt 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen, ne? Ja, klar. Großartig. Machen wir zusammen. Das ist gut. Ich danke dir. Auch die aufregendste Woche in Berlin geht einmal zu Ende. Und dann freue ich mich immer riesig auf meinen Wahlkreis, den Landkreis Harburg. Und natürlich habe ich im Gepäck die Antworten auf die Fragen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger.